ja, okay. Ich sehe gerade, dass die 835 und die 836 grundsätzlich wohl die gleiche Linie sind. Die eine wird wahrscheinlich länger sein. Jetzt natürlich die Frage, wo meine Haltestellenhilfe ist. Die ist nämlich nicht da. Ja. Bleiben mir jetzt nicht viele Optionen, weil das hier ist angeblich Belsenplatz. Außer mal loszufahren. Den Spiegel sieht man schon mal nicht von Natur aus, was nicht so toll ist. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ja, das ist jetzt die Frage, wo es lang geht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe ja schon kurz angekündigt, dass dieses Add-on schon den einen oder anderen Schlag vor der Nase gekriegt hat, wenn es um die Beurteilung geht, um die Rezension geht bei Steam. Das dürfte ja für die allermeisten tatsächlich die wichtigste Kaufentscheidung sein, wenn die Rezensionen bei Steam halt schlecht sind, dass man dann eher davon Abstand nimmt. Bei OMSI muss man immer dazu sagen, die Add-ons, die sind halt so wie OMSI selber immer eher so im mittelmäßigen Bereich. Das heißt also, man kann sich durchaus entscheiden, ein Add-on zu kaufen, was halt mittelmäßig gut ist und trotzdem seinen Spaß damit haben. Also was auffällt, ist erstmal die Performance ist tatsächlich eher mäßig. Bin ich überhaupt richtig? Add-on Düsseldorf, das hat ja schon relativ viele Schelte bekommen online, wie ich das bereits, das hat ja online bereits relativ viele Schelte bekommen, weil die Performance wohl grauenhaft schlecht sein soll. Das mit der Performance kann ich bereits jetzt zu Beginn eigentlich bestätigen, denn die Framerate ist halt relativ unterirdisch. Etwas schlechter als das, was man sonst so von OMSI gewohnt ist. Barmer Straße. Die Frage ist jetzt natürlich, wie reagiert der Bus darauf? Das ist so die allergrößte Frage. Ich muss mal schauen, ob ich die gleichen Schwierigkeiten habe wie zum Beispiel in Gladbeck. Die Entwickler sind ja zumindest vom Namen bei Steam her die gleichen. Denn in Gladbeck hatte ich halt die Schwierigkeit, dass ich teilweise Knöpfe gedrückt habe in dem Bus und die Sachen halt nicht reagiert haben. Sprich, ich konnte die Türen nicht schließen, ich konnte nicht abfahren, weil die Türen nicht geschlossen haben. Teilweise sind Türflügel zugeblieben und solche Späße halt. Da schaue ich. So, der Bus ist überraschend breit, also ich muss hier extrem aufpassen, dass ich mit dem die rechte Seite nicht erwische. Es ist ungewohnt zu fahren, der hat also anscheinend die maximale Breite, die man so als Fahrzeug haben kann in so einer Innenstadt. Fährt sich aber erstmal ganz okay. Also die Türflügel reagieren bis jetzt erstmal ganz gut. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht ganz genau sagen, welche dieser Objekte tatsächlich von Spandau kommen. Bisher macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Man muss es ja zusagen, auch Die wenn... Jugendherberge. Wenn Spandau einen ganz eigenen Baustil hatte, viele der Gebäude, die würden hier zwischen auch gar nicht auffallen. Ich meine, natürlich hat man hier die ein oder anderen Reihenhäuser. Ich denke mal, die hier rechts, die werden wohl speziell auch für diese Map gemacht worden sein. Aber wenn jetzt hier so ein Spandauer Objekt dazwischen hängt, das wird jetzt nicht unbedingt auffallen, eben weil manche Sachen halt hier halt auch für Arbeiter gebaut worden sind. Also Düsseldorf ist ja nicht nur die Stadt der reichen Ministerialräte, sondern naja, hier ist ja halt auch Henkel, es gibt hier halt auch Arbeiter und den hätte ich reinlassen können, ne? Naja, sorry. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, diese Ecke von Düsseldorf kenne ich nicht.
Das heißt, wenn jetzt hier etwas groß falsch wäre, das könnte ich gar nicht beurteilen. So bis jetzt, von der Optik her, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Mittlerweile ist auch die Performance einigermaßen brauchbar geworden. Also ich habe da wohl gerade so einen Hotspot erwischt, wo es dann etwas schwieriger wird. Wie gesagt, mein Rechner ist kein absoluter High-End-Rechner. Es ist ein etwas älterer i5, allerdings mit saftigen 32 GB RAM, die OMSI partout nicht nutzen kann, denn OMSI kann maximal 4 GB RAM und das auch nur, wenn man das patcht. Ich habe die Originalversion, das heißt 3,5 GB RAM sind das Maximum für OMSI. Das reicht aber auch für dieses Add-on, denn ich habe 1 GB runtergeladen und selbst mit einer guten Rate, wie es gepackt wurde, wird das wahrscheinlich nicht mehr als 2-3 GB im Speicher brauchen, selbst wenn die ganze Karte geladen ist. Also von daher ist erstmal alles gut. Also der Bus fährt sich anders. Der Bus fährt sich anders als die anderen Busse, aber er fährt sich gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwas völlig Wurstiges durch die Gegend kutschiere, sondern das ist ein gut gemachter Bus. Er reagiert auf. Oh. Glück gehabt. Er reagiert auf die Umgebung. Es ist auch wieder dieses schön gemachte, wenn ich Landtag, in den. Schneebrücke. In den Bordstein reinfahre, dann reagiert das Force Feedback auch direkt schön. Also mein Lenkrad nimmt diesen Bus wunderschön an, fährt sich gut. Also ich bin bis hierhin erstmal begeistert. Es ist jetzt auch nicht so ein Feeling wie beim Bus Simulator 18, wo die Busse irgendwie alle gleich sind. Es kommt dem aber schon relativ nahe. Das ist keine Busspur, oder? Ups. So, hier sind jetzt ein paar Highlights, ein paar Bauwerke, die kennt man. Also die Brücke, den Fernsehturm da oben kennt man. Wer die nachts gesehen hat, weiß auch, dass die Uhr da läuft. Was ich jetzt nicht kenne, das sind diese schwebenden Objekte, die da sind. Also irgendwie sind da wohl ein paar Hubschrauber zu viel. Aber ich glaube mal in der Mitte der Straße, wenn es jetzt die Brücke ist, die ich glaube, die es ist, dann müsste man hier, glaube ich, auch die Kirmes sehen können, wenn sie denn mal stattfindet. Aber das scheint es nicht zu sein. Das ist die falsche Brücke. So. Den Blinker hat er jetzt nicht re registriert. So, okay, ich darf hier lang. Vielleicht habe ich ihn einfach nicht richtig gedrückt. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Das ist aber mal eine interessante Haltestelle. Also, man darf jetzt nicht vergessen, ich habe hier einen Gelenkbus. Den muss ich da jetzt offenbar. Reinbuxieren. Das ist sehr interessant. Ja, am besten steigen Sie vorne ein, das wird hinten eine lustige Angelegenheit. Also, ob das ein realer Busfahrer hingekriegt hätte, ich weiß nicht. Also, diese Haltestelle die ist ein wenig misslungen. Ja, das ist die Rheinkniebrücke, hier sieht man, glaube ich, die. Aber irgendwie das Ufer vom Rhein, das kommt mir nicht ganz richtig vor. Da ist irgendwas verkehrt. Sollte es für dieses Addon jemals ein Update geben, die Haltestelle da, die ist definitiv verkehrt. So. Kirchplatz. Hier ist die Performance auch wieder etwas unterirdisch. Das hier finde ich gerade sehr interessant. Offenbar ein Unfall, hoffentlich. Also die Landmarken, die ich bis jetzt gesehen habe, erkenne ich auch. Ich bin jetzt nicht heimisch in Düsseldorf. Das heißt, ich kenne also meinen Weg, den ich jeden Tag pendel. Ansonsten interessiert mich Düsseldorf leider relativ wenig. Aber im Großen und Ganzen, ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt durch Düsseldorf fahre. Also ich hätte jetzt nicht, klar, Düsseldorf ist so ein bisschen generisch wie andere Großstädte auch, aber so diese Highlights der Stadt, die werden halt in OMSI abgebildet und ich glaube, das ist das Einzige, was OMSI halt auch wirklich kann, also so ein paar Highlights abbilden. Ich habe im Leben noch nicht allzu viele Karten gesehen, die mit einer akribischen Detailtreue die jeweiligen Städte nachgebildet haben. Ja, aber bis hierhin muss ich sagen, vielleicht kriege ich gleich noch die eine oder andere Überraschung. Also bis jetzt kann ich noch nicht nachvollziehen, warum dieses Addon also wirklich eine dermaßen
schlechte Beurteilung gekriegt hat. Mein letzter Stand ist, dass es nur 40% positive Bewertung gekriegt hat. Es zieht ordentlich an der Hardware, das kann ich also bestätigen. Das Problem bei OMSI ist ja, dass es manchmal halt nur von einem Kern zehren kann. Das ist bei mir also auch so. Multithreading ist OMSI, da stürzt mir OMSI gerne mal ab. Deswegen habe ich halt nur einen Kern aktiviert. Dementsprechend hakt es an manchen Stellen. So, Fahrgäste sitzen, Ampel grün und ab dafür. Ach, das ist eine Gegend, die erkenne ich zum Beispiel auch direkt wieder. Wenn ich mich nicht völlig täusche, geht es nämlich rechts. Übergang zur DS-Bahn. Ja, hier rechts geht es zum Krankenhaus. Hier ist also direkt das evangelische Klinikum in der Nähe. Also man erkennt jetzt seine Hand jetzt doch schon. So, jetzt muss ich ein bisschen auf den Pin treten. Ich habe ein bisschen Verspätung drin. Das wollen wir doch vermeiden. Auch wenn es die erste Fahrt ist. Oh, halt mittlere Spur, dann bleiben wir hier. Na, ja, das mit den Spuren habe ich noch nicht ganz raus. Die sind anscheinend nicht immer so. Da steht natürlich wieder einer im Weg. Das passiert ja gerne immer wieder mal. Ja, einen schönen guten Tag. Fahren Sie mit der Rheinbahn. Offensichtlich habe ich wohl leicht den Bordstein touchiert. Also ich finde das ganz toll, wenn ich den Bordstein mit dem Hinterteil touchiere, dann kriege ich auch so einen Verzieherbus so ganz leicht, ohne dass ich es in der Lenkung merke. Also der Bus ist gut gemacht. Das ist halt einer von diesen neuen Bussen, der hat halt weniger von diesen typischen Geräuschen, die man aus der Kindheit kennt. Also der Nostalgiefaktor ist da natürlich weg. Er brummt halt ein bisschen, er macht ein bisschen Jaulgeräusche. Er fährt sich aber so ganz gut. Simulation ist in Ordnung. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, was er so zu bieten hat. Aber ansonsten schick ausschauen tut er. Da kann man sich also wirklich nicht groß beklagen. Die Innenansicht ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber auch sehr gut soweit. Die Wartezeiten an den Ampeln scheinen hier wieder etwas mehr zu sein als zum Beispiel auf den Hauptstrecken in Hamburg. Aber bis jetzt habe ich hier noch nirgendwo eine Minute oder sowas warten müssen. Ich werde für meinen Teil diese Strecke gleich auch nochmal andersrum fahren. Alleine nur, um zu schauen, ob die Performance halt mit Multithreading auch so lausig ist. Und wenn sich da tatsächlich eine Besserung ergeben sollte, dann werde ich das in dem nächsten Video dann auch mal darstellen. Ansonsten, das Fahrverhalten von dem Bus ist eher gutmütig. Es handelt sich übrigens um ein Solaris Urbino Metro. Ein Bus, wo alle Türen geöffnet werden können, wenn die Fahrgäste das denn so wollen. Ja, jetzt aber Abflug da. Ich habe jetzt keinen Haltewunsch. Na egal. Also, wo stehen, machen wir die Türme auf. Die Straßen fühlen sich
grundsätzlich schon mal sehr düsseldorfig an. Denn sie sind halt relativ eng. Das kenne ich halt schon von dem Auto. Also mit dem Auto, als Autofahrer hat man in Düsseldorf halt nicht besonders viel Platz. Es gibt halt andere Städte, wo man halt einfach, wo die Fahrspurbreite halt einfach breiter ist als in Düsseldorf. Also ich gehe mal davon aus, dass in Düsseldorf, ich weiß gar nicht, was die, 2,80 Meter oder so, viel mehr werden die nicht haben an Fahrspurbreite. Da wird dieser Bus vermutlich gerade eben so draufpassen und wenn die Spiegel über die anderen Autos drüber ragen. Jetzt muss ich da die Spur wechseln, was natürlich unangenehm ist. Kriegen wir hin. Ja, hier sind jetzt ein paar verwaschene Texturen, aber ganz ehrlich, das ist eine von den Sachen, die wird jetzt, wenn man nicht direkt hinguckt, nicht auffallen. Ansonsten ist diese Kreuzung hier sehr gut gelungen. Das ist eine eigene Straße. Die Kreuzung ist, also es ist grundsätzlich viel Wert wohl auf die Kreuzung gelegt worden. Die Linierung ist halt gut. Gebäude sind vermutlich dann einfach mal reingesetzt worden. So, ich sehe gerade, es sind auch neue AI-Fahrzeuge. Den Bordstein. Ja, ich weiß, das war der Bordstein. Mensch, jetzt verzieh dich doch mal da. Nee, nicht noch einer. Komm, ey, und rein hier. Jetzt machen wir mal hier den VR-Fahrer. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ne? Doch. Gucken, wo der so hinfährt. Okay. Okay. Gut, das hat erstmal geklappt. Die Kurve, die werde ich weiternehmen müssen, sonst komme ich hier nicht rum. Es war trotzdem eng, also die Kurve habe ich schon sehr weit genommen, es war trotzdem außerordentlich eng. Es hat aber wunderbar gepasst. So. Ich hau hier immer mehr Verspätung raus, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. So, jetzt muss ich mal ein bisschen beherzt auf Gas und Bremse treten, sonst hat das Ganze keinen Wert. Merowinger Platz. Den habe ich aber schon hinter mich gebracht. Oh, doch nicht. Hättest du ja auch mal was sagen können, Bursche. Ach du heiliger Strohsack. Mohrenstraße. Na? Da bin ich aber gut rumgekommen, glaube ich. Oha. Die Kurve hätte ich weiternehmen müssen. Uni direkt bin ich nicht, nein. Ja, das war. Also im echten Leben wäre ich hier jetzt fertig gewesen. Also im echten Leben wäre ich jetzt durch gewesen. Das wäre, aus der Nummer wäre ich so schnell nicht wieder rausgekommen. Da hätte ich bestenfalls nochmal rückwärts fahren können und hoffen können, dass ich noch eine Ehrenrunde hätte drehen können. Bitte verzeiht es mir. Ich hoffe, dass ihr jetzt hier alle keine Augenschmerzen kriegt, wenn ihr mir beim Fahren zuguckt. Der Bus ist für mich doch sehr ungewohnt und da ich das Ganze nicht hauptberuflich mache, bin ich so ein bisschen unsicher mit dem Gerät. Auch wenn ich mit den MAN-Bussen schon durchaus mal das ein oder andere gefahren bin. So.
Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen OMSI-Add-ons die Erwartungen halt grundsätzlich eher hoch sind. Denn ich finde dieses Add-on jetzt eigentlich ganz okay. Wie gesagt, Performance, da muss ich sagen, da könnte durchaus noch ein bisschen was gemacht werden dran. Das lässt sich mit Sicherheit nochmal in irgendeiner Form machen. Ob man jetzt hier mit zwei Bussen hinkommen soll und ob am Ende der Preis für die ganze Geschichte tatsächlich in Ordnung ist, ob das reicht, was man hier für 30 Euro geboten bekommt. Das ist jetzt eine Frage, die muss jeder für sich beantworten. Die Buslinie selber ist halt sehr lang. Ich finde sie relativ hübsch. Also hier rechts zum Beispiel das Grünzeug, das ist halt blickdicht. Ich traue mich jetzt nicht so direkt mal nach rechts zu gucken. Professor Dessauer. Ja doch, es ist in Ordnung. Also da gibt es mit Sicherheit Schlimmeres, was ich schon gesehen habe. Also das ist eine deutlich bessere Qualität vom Optischen her, als so manche andere Karte, die OMSI zu bieten hat. Wie gesagt, ich versteige mich immer, weil ich nicht viele Vergleichsmöglichkeiten habe, noch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten habe, immer auf Projekt Gladbeck, die ich am Ende aber auch nicht schlecht fand. Das muss man jetzt aber auch mal neidlos dazu sagen. Wenn Sie sich für eine Tür entschieden haben, können wir auch losfahren. Vielen Dank. Uni West. Ich habe eine grüne Ampel gesehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich da jetzt durchplästern durfte. So, das ist jetzt eine Gegend, in der bin ich noch nie gewesen. An der Uni bin ich vielleicht einmal im Leben vorbeigefahren, auf dem Weg nach Köln. Weil es Stau auf der Autobahn war, glaube ich. Aber auch hier ist, na toll. Sind alle raus, die raus wollten? Oh ja. Aber auch hier muss man jetzt ganz ehrlich sagen, das Erscheinungsbild hat sich geändert. Straße ist eine andere, Straßenbelag ist ein anderer. Wie die Uni jetzt wirklich aussieht, weiß ich nicht. Aber dieses Gebäude da hinten, ich wüsste jetzt nicht bewusst, dass ich das bei OMSI jetzt schon mal sonder wie oft gesehen hätte. So, ob ich an dem so vorbeikomme, wie ich mir das vorstelle. Passt. So. Also selbst wenn diese Gebäude hier rechts zum Beispiel schon mal irgendwo aufgetaucht sein sollten, so what? Ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist eine schöne Karte. Ich habe einige Sachen wiedererkannt. Ich muss mit dem Bus hier tatsächlich ein bisschen rangieren. Das wird mir hoffentlich etwas leichter fallen, wenn ich nicht nebenher quatsche. Ich werde mit dieser Karte mit Sicherheit meinen Spaß haben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist sehr in Ordnung. Diese Linie ist auch sehr schön. Preis 30 Euro. Nun ja, man kann sich drüber unterhalten. Er ist mit Sicherheit nicht günstig. Das kann man definitiv sagen, dass das nicht günstig ist. Aber es gibt ja auf alle Fälle die eine oder andere Challenge für die Fahrer. Denn man muss zumindest einigermaßen wissen, wie so ein Bus aussieht. Denn um aus der Nummer hier rauszukommen, ohne den Bordstein zu erwischen, muss man schon auf Kante nähen und hoffen zu wissen, wo die Rückspiegel enden. So. Ich glaube, die Rückrichtung fahre ich gleich mal mit dem anderen angebotenen Bus. Es gibt ja noch einen MAN-Bus, der hier mitgeliefert wird. Den werde ich mir auch mal antun und gucken, ob der dann diese typische MAN
das typische MAN-Fahrgefühl hat. Aber was mir so ein bisschen auffällt, ist halt die Tatsache, dass die tatsächlich so ein bisschen geschummelt haben. Also die 835 und die 836 sind jetzt zwei Linien, die extra beworben worden sind in der Beschreibung von Steam. Und letzten Endes ist die 836 halt eine verkürzte 835, zumindest wenn ich mir das jetzt gerade so richtig angucke. Das scheint also so eine Art Verstärkerlinie zu sein, die zu bestimmten Zeiten halt zur Uni fährt. Okay, das kann man natürlich so machen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders kommunizieren sollen, weil ich denke, dass man damit auch den einen oder anderen so ein bisschen verschreckt. Was man nicht vergessen darf, ist diese 836, 835, Entschuldigung, die geht relativ weit durch Düsseldorf. Also ich bin da jetzt am Seestern gefahren. Ich bin jetzt an der Uni vorbeigefahren schon und ich meine, es geht wirklich einmal quer durch die gesamte Stadt. Das ist schon eine ordentliche Leistung. Ordentliche Leistung. Gut, ich habe sie noch nicht so sehr verschreckt, dass sie alle aussteigen wollen. Bin ich ja nicht drauf? Ja, weiß ich nicht. Nur dagegen anscheinend. Brückerbach. So. Was ist das? Ei Hamburger Düsseldorf? Das kenne ich noch nicht. Ja, also das ist jetzt eine von den Sachen, definitiv die Vorfahrt missachtet. Das ist natürlich ein Riesenfehler. Das ist auch nicht der erste, der mir heute untergekommen ist. Einen habe ich nicht im Video gehabt. Das ist natürlich extrem scheiße. Das darf nicht passieren. Entschuldigt meine harten Worte. Aber an solchen Fehler bei der Vorfahrtgewährung und dass dann gleich alle Fahrzeuge durcharbeiten, das kann man jetzt auch nicht mehr erklären, mit heute hat man nicht aufgepasst, sondern das ist einer von den Sachen, warum ich halt die Kollision ausgemacht habe. Und das passt aber auch typischerweise zu dem, was ich jetzt schon bei anderen Karten gesehen habe, die jetzt unter diesen Entwicklernamen aufgetaucht sind. Also diese Karte hat Fehler, da sollten sich die Entwickler auch nochmal ranbegeben und vielleicht mal das ein oder andere kleine Update da reingeben. Himmelgeisterlandstraße. Diese eine Bushaltestelle, die mir direkt am Anfang halt begegnet ist, die sah mir halt sehr unkorrekt aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die da gegebenenfalls die Assets falsch rum reingegeben haben. Dass die Autos hier falsch abbiegen, ich gehe mal davon aus, das wird wohl etwas mehr Debugging brauchen. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da kurzfristig ein Update geben würde. Wäre aber fantastisch, das muss ich zugestehen. Weil das sind Sachen, die machen den eigentlich guten Gesamteindruck so ein bisschen kaputt. Ich muss mal gucken, wie das aussieht, wenn ich mit dem anderen Bus die Karte noch zurückfahre, weil sonst ist mein Urteil bis jetzt eigentlich, es ist eine schöne Karte, eine gute Karte, solange man die Kollision ausschaltet. Und sie ist aber zu teuer. Sie ist optisch schön, ich finde es bis jetzt vom Anfang bis zum Ende dieser Linie und ich glaube, das ist auch der große Selling Point, ist die Karte halt ganz toll. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit diesen Schnellbuslinien oder mit diesen M3-Linien verhält. Das sind ja Abkürzungslinien, die auch über die Autobahn gehen. Ob die dann einfach nur so ein bisschen da reingedengelt worden sind, damit man halt noch eine Linie zum Verkauf hat, weiß ich jetzt nicht. Mal schauen, da bin ich mal gespannt. Aber bis hierhin ist mein Urteil eigentlich relativ gut. Das ist eine hübsche Karte mit Mängeln, die man sich im Sale auf alle Fälle mal schnappen kann. Ob man sich da jetzt, wie gesagt, auch wenn ich mich jetzt zum x-mal wiederhole, für 30 Euro die Karte reintut, das ist eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Was ein bisschen schwierig ist, scheint hier zu sein, den Fahrplan einzuhalten. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich den Bus einfach nicht kenne und deswegen so ein bisschen durch die Gegend schleiche. Also hier im Augenblick bin ich deutlich über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hoffe, dass mich hier keiner anzeigt, aber es ist ja nur ein Computerspiel, Gott sei Dank.
So, jetzt, wenn ich hier diese Straße, wenn ich mir die jetzt mal so anschaue, also ich erkenne hier jetzt so direkt kein Gebäude wieder. Ups, jetzt quatsche ich wieder zu viel. Das mag sein, dass hier einige aus Spandau dazugekommen sind. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. Aber das sind aber auch alles Gebäude, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist halt 60er Jahre Bauweise. Was soll man da machen? Also es gab ja so eine gewisse Zeit, da waren die Gebäude alle gleich. Ob du jetzt im Westen gebaut hast oder in West-Berlin gebaut hast, das war halt eine Suppe. Ne? 50er, 60er Jahre, da mussten halt Wohnungen gebaut werden und das war's. Habe ich die heute schon? So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Knopf nicht gedrückt habe. Also bis jetzt diese Fehleingaben, von denen ich mal gesprochen habe, die ich bei anderen Karten schon mal hatte, die sind jetzt bei dem Bus nicht. Der Bus nimmt sauber alle Eingaben an. Und ich habe also keinen Grund zur Klage bis hierhin. Auch so richtig dicke Nachladeaussetzer Auf den Winkel. gibt es hier eigentlich nicht. Und das sind die, die am meisten stören. Wenn ich jetzt hier sitze und habe wirklich 20 Frames, dann sind das halt 20 Frames. Mein Gott, ich gucke bei 24 Frames, gucke ich Kino und Moppa auch nicht rum. Das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wo Leute sind 60 Frames gewohnt, dann mag das alles nicht mehr so passen. Was ich aber bei OMSI halt viel schlimmer finde, das sind, wenn diese Nachladeaussetzer kommen. Hier, jetzt waren gerade welche da. Die sind kurz. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, die sind jetzt nicht groß aufgefallen. Es gibt halt welche. Da bin ich mit dem Bus halt schon, keine Ahnung, wohin abgebogen. So. Es gab halt Nachladeaussetzer, da bin ich mit dem Bus halt sonst wohin abgebogen und habe das halt keine eine halbe Sekunde nicht gemerkt. Das wäre schlimm. Aber so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich okay. Und das ist es halt bei OMSI auch. OMSI ist halt okay. Ne? Wer es einfach nur besonders schön haben möchte, der muss halt zurückgreifen auf den Bussimulator 2018. Aber die Bussimulation, die ist beim OMSI halt immer noch das Geilste. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Gestaltung der Straßen, die sind halt wirklich sehr originalgetreu gehalten. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht woanders gefunden. Ich meine, ich habe den Euro Truck Simulator halt schon mal gesehen. Da muss man sich halt schon sehr stark auf Mods zurückziehen, wenn man da originalgetreue Straßen haben möchte. Ansonsten hat man da auch nicht viele Chancen und Deutschland ist halt auch nicht groß zu sehen. Jetzt hört doch mal nicht rum hier, da war nur ein Bordstein. Hallo. Siehst du da, der Mann, der hat so einen Bauch wie ich. Der kann nicht mal eben so über die Bordsteinkante hüpfen. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Abzüge in der B-Note. Definitiv. Dass da der Bus dann einfach durch die Parkautos durchjuckelt. Es ist halt unsauber gearbeitet. Man sieht hier, Quality Testing hat halt nicht Ether stattgefunden. Friedhof. Das merkt man der Karte wirklich an. Man muss der Karte aber auch zugutehalten, dass ich bisher noch nirgendwo durchgefallen bin. Die NE7, auf die freue ich mich auch so ein bisschen. Die geht nämlich am Düsseldorfer Hauptbahnhof lang. Da ganz in der Nähe ist meine Arbeit. Von daher werde ich da mit Sicherheit ein paar Sachen mehr erkennen und werde dann auch mal ein bisschen was dazugeben können, wie halt wie originalgetreu da manche Stellen sind. Aber vorher geht es mit einer anderen Linie, mit einem anderen Bus. Die gleiche Linie. Oh, der ist aber nah dran. Zieh mal die Arme da ein. Eigentlich müsste man den anmelden. So, es gibt ja hier Sonderansagen. Zieh mal die rüber ein. Wie wär's denn damit? Kaldenberger Straße. Oh, man kann sie nicht anklicken. Das ist ja traurig. So, wie gesagt, Vorfahrt ist hier ein Konzept.
Wird hier nicht eingehalten. So langsam werde ich auch mit dem Bus warm, sodass mir diese etwas schmaleren Straßen nicht allzu viel ausmachen. Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Rückweg etwas leichter zurechtkomme. Eigentlich müsste man mal schauen, ob es hier für Düsseldorf nicht auch ein Add-on gibt für die Straßenbahn. Ich habe ja den NF6D, das Update. Da lässt sich mit Sicherheit auch einiges machen, aber. Nee, das tut mir jetzt nicht an, hier fahre ich durch. So. Okay, das wird. Okay, das hat gepasst. Das überrascht mich selber ein bisschen. Jetzt etwas beeilt hätte, wäre ich hier wahrscheinlich noch rausgekommen. Ich bin aber fertig. Alles raus mit euch. Lumpenpack. So, und da ist auch mein Terminus. Das ist gut. Den kann ich jetzt nämlich hoffentlich noch erreichen mit der Ampelschaltung. Sehr schön. Oh, Glück gehabt. Oh. Ohne Passagiere lässt man sich doch ein bisschen hinreißen. Gut, das ist deutlich. Also ich nutze die Gelegenheit zum Umdrehen und damit ist diese Linie auch erledigt. Schön, dass ihr bei mir wart. Und wie gesagt, die Linie geht es mit dem anderen Bus noch zurück. Und ich hoffe, ihr seid in ein paar Tagen wieder bei mir dabei.